fehlen die Rohstoffe. Schiff vom Stapel gelaufen. Neue Befehle, Admiral. Ihr Unternehmen floriert. Sie werden immer mehr zum Ebenbild ihres Vaters. Friede seiner Seele. Vom Stapel gelaufen. Neue Befehle? Betrachten Sie es als Vertrauensbeweis. Mögen wir eines Tages an diese Küste zurückkehren. Ihre Weigerung ist höchst verdächtig. Einsatzbereit. Ei. Thank you.
Ich warte auf dich und erledige derweil Papierkram. Kann das so gedruckt werden? Sieh an, der Idiot ist zurück. Oh, gütiger, ich habe sie für den Fotografen gehalten. Manchmal braucht man einen Plan B. Du bist mir doch ein wenig zu aufgeweckt. War das jetzt schon Zensur oder bloß Politur? Wer kann es schon sagen? Ein guter Zug, Schätzchen. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Wir kümmern uns hier um alles.
Einige Felder könnten helfen. Neulich kam einer von den Handwerkern her, um Luft zu schnappen, meinte ich nur. Was? Habt ihr da keine Luft, wo du herkommst? Sie gehören schon fast zur Familie. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ich bin stets fleißig wie eine... Das können wir hier nicht anbauen. Tag auch. Schoner steht bereit. Schiff vom Stapel gelaufen.
Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Wir helfen, wo wir können. Versteckt die Flaschen, der Boss kommt.
Ich wollte meine Täubchen bemühen, aber jetzt bist du ja da. Die Augen waren mal wieder größer als der Magen, was? Als mir einmal jemand sagte, ihm gefalle meine Arbeit nicht, warf ich mich vor lauter Enttäuschung in ein Brenn. Immer, wenn ich nachdenke, werde ich irgendwann... Nicht übel, Boss, wirklich. Ich will ins Puppentheater gehen. Das Handelsabkommen zwischen Konkurrenten wurde aufgekündigt. Ich schaffe das Zehnfache von so einem verweichlichten Handwerker. Diese jammernden Waschlappen.
Die Lager sind voll. Das Lager ist voll. Sieht beschäftigt aus. Da kommt jemand. Ich bin Prinzessin Xing. Wenn es nicht unhöflich ist, ich interessiere mich sehr für die Gebräuche in Ihrer Welt. Die Prinzessin trägt einen Hauch von Magie in unsere heimischen Gefilde. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet.
Es geht um ein ganz neues Geschäftsfeld. Ich erkläre Ihnen jetzt mal, wie man handelt. Von mir aus freigegeben. Ihre Fakten sind eine echte Alternative. Ein Herz, das fault, lässt den Atem verdorren. Wie deine Zeitung sagt, man kann nicht immer aus dem Vollen schöpfen. Sie haben an Einfluss gewonnen. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Der letzte Schliff und tada!
Das ist unser gutes Recht. Inspektion. Das Leben ist wie Salzwasser. Man wird nur noch durstiger. Sie mir helfen, den Karren aus dem Dreck? Das hier sollte ich wohl besser einem Stadtmenschen vorlegen. Lassen Sie Ihre Kiste bitte nicht unbewacht, Sir. Das ganze Wochenende nur am Trinken. Unbewusste abtauchen.
Ich will ins Puppentheater gehen. Ich hatte einen guten Lauf. Wir werden auf sie anstoßen. Es wird nicht gerade leichter, wenn jemand zusieht. Ein Feuer ist ausgebrochen. Keinen kümmert's, wenn wir hier draufgehen. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Thank you.
Die Bude hier ist in Ordnung, bis auf den Schimmel an den Wänden. Uns geht das Material aus. Wir stecken hier viel Herzblut rein. Die Waffenruhe wurde beendet. Häufiger zusammen Tee trinken sollen. Zumindest haben wir genug zu essen. Zuneigung kann zeitlos sein. Die Waffenruhe wurde beendet. Mal drüber schauen. Ein bisschen Spaß, ein bisschen Dreck. Das schadet nicht. Hält meine Lampe am Brennen, wenn vom vielen Malochen der Docht schrumpft. Ich sage nicht, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Sie haben bei mir geringen Eindruck hinterlassen.
Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Nicht anders bezeichnen. Mir wird unangenehm warm unter dem Kragen. Ihre himmlische Aura verblasst. Sie können ihren Vater nicht zurückbringen, aber sie können seinen Traum leben. Das ist von großer Bedeutung für Königin und Vaterland. Das ist von... All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Schiff vom Stapel gelaufen. Wenn ich noch länger warten muss, zwickt und zwackt wieder nur mein Darmtrakt. Ruhen Sie sich aus? Nur zu Ihrer Information. Mein jüngstes... Vom Stapel gelaufen. Thank you.
Also, Handelsverträge. Das Praktische daran ist, dass ein Handelsvertrag profitabler wird, je öfter Sie ihn nutzen. Die Flammen sind außer Kontrolle.
Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Ist in Ordnung. Das ist unser gutes Recht. Reichen Sie mir nicht den Schierlingsbecher. Ganz schön knifflig im Moment. Ich schlaf stehend ein. Das Material aus. Immer dieser Nervenkitzel, wenn alles glatt geht. Von mir aus freigegeben. Ich fürchte, ich denke, die Leute werden es schlucken. Ihr Verhalten wirkt fremdartig auf mich. Du findest langsam Gefallen daran, nicht wahr? Sie haben an Einfluss gewonnen. Mir fehlt noch einiges an Material. Ja.
Sie verwirren mich. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Du hast das Potenzial und ich weiß es zu nutzen. Es sind halbe Sachen, die stets Ärger machen. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Formloser Schrecken steigt aus ihrem Abgrund hinauf. Das Material aus. Der Metallpflug hat einiges geändert. Ja, ich bin platt. Hier ist es sicher, solange diese Faulpelze sie fest vertollen.